Ich will dir mal eine Geschichte dazu erzählen. Soweit ich mich erinnere, beim Plenum, ich weiß nicht, wer das war, wurde, denk bloß nicht, ich heule betreffend, wurde formuliert, es ist eine Schande, dass Jugendliche in Liebesschwärmerei die Straße der Nationen in Buchenwald entlang wandelt und nicht einmal den Genossen gedenkt, die dort ihr Leben gelassen haben. Das war so ein Kardinalvorwurf, der sich auch finster anhörte. Aber wenn man dazu die Szene sieht, dass da zwei junge Menschen langgehen und ihr Leben planen oder fantasieren über ihre Pläne, ihre Wünsche, wie sie sich das Leben vorstellen und nicht einmal eben diesen Ballast, mit Verlaub, zur Sprache bringen, das ist eine hohe Qualität. Die haben dann nicht mit Bierflaschen sich beworfen oder irgendwelche Orgien gefeiert, dann wäre das alles berechtigt. Nein, ganz einfach in dieser Situation mit dem entsprechenden Respekt und der Stille dort ihr Leben besprochen. So, das ist für mich so symptomatisch für diesen Vorwurf, den man uns mit unserem Film gemacht hat, der eigentlich im Film, was du beschrieben hast, eine hohe Qualität hat und sogar im Sinne der Sache viel dienlicher wäre, als da wieder, ja, aber Moment mal bitte, hier schau mal, hier ist die Stele, da sind die Polnischen und da haben die gelitten und die waren die KZ und das waren ja alles Hülsen für uns als Schüler dieses Landes 100 Mal und da war ja keine Emotion mehr dabei. Nein, das fand ich gerade eben, auch jetzt, wenn ich es mir nochmal angeguckt habe, dachte ich, das ist eine schöne Szene. Und der Film hieß ja ursprünglich auch Unterwegs zu den Sternen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Das ist auch ein schöner Titel eigentlich, symbolisch für den Anfang eines Lebens. Wurde dann aber damals durch die Kosmonauten und Gagarin-Strecke war das wohl irreführend. Hätte man wohl einen Kosmonautenfilm erwartet. Und der Titel stammt von Manne Krug. Manne Krug hat die Muster gesehen und da wurde noch diskutiert. Wir haben ja noch nachdrehen müssen. Ich weiß nicht, es hieß, glaube ich, der Schluss war original. Denk bloß nicht, ich heule. Und dann kam irgendwie ein Einwand, das ist zu negativ und zu depressiv schon. Es muss irgendwie positiver enden und dann musst du noch, ich heule noch lange nicht. Da musste nochmal der ganze Fuhrpark antreten und alle Darsteller, das war die Szene mit der Versammlung dort, auch die Schauspieler saßen da alle, Hart Hartloff und meine wunderbaren Kollegen saßen alle, mussten nochmal nachdrehen und diesen blöden Satz. Und da hat Krug gesagt, als er das gesehen hat, Mensch, nimmt doch den Satz, denk bloß nicht heule, ist ein schöner Titel. Bums was, denk bloß nicht heule.